jahrhundertelang hat man sich auf diesen Fleckchen Erde bekriegt. Mit den Vorläufern der Europäischen Union vor 70 Jahren kehrte langsam Ruhe ein. Harmonisch geht es deswegen aber noch lange nicht so. Bei den Themen wie Geld, Flucht oder Entscheidungsmacht hört sich die Einigkeit schnell auf. Ja, und auch die junge Generation hat ihre Meinung zu den Themen wie Brexit, Umweltschutz oder Migration. In der ersten Staffel unserer neuen Serie haben wir das Bundesrealgymnasium Reutte besucht und die Schüler mit den Themen konfrontiert. In der ersten Folge geht es um das Thema Rechtsruck in Europa. Sowohl als auch. Also ich finde, man sieht es ja an den Stimmergebnissen. Europa wird sehr wohl nationaler. Irgendwann wird auch die Grenze sein. Also irgendwann wird die FPÖ zum Beispiel auch nicht mehr wachsen können. Und ja, die momentane Lage der EU ist auf jeden Fall das Versagen der Politik. Ich finde allerdings, dass wir auf dem richtigen Weg sind und gerade gibt es zum Beispiel in Deutschland einige Parteien, die gegen diese Richtung der Politik in der EU sind und die werden sich auch durchsetzen, denke ich. Das meine ich gar nicht so, dass die politische Landschaft ändert sich eigentlich dauernd. Zum Beispiel sieht man jetzt bei der EU-Wahl, dass sehr viele, gerade jüngere, ja die Grünen und die oder linkere Politik gewählt haben. Also gleicht sich das, glaube ich, dann auch wieder aus. Und wir haben jetzt auch eine neue Generation an Wählern, die sehr proeuropäisch sind. Also ich finde, es ist im Moment nicht nur ein Rechtsruck, sondern irgendwie ein Auseinanderdriften nach rechts und links. Also es sind die sagen, nach Nationalstaaten, wobei das meiner Meinung nach eher Klonerteil ist. Also in meiner Umgebung merke ich wenige Menschen, die wirklich sagen, na, Europa auf gar keinen Fall, wir müssen wieder zurück zu Österreich zum Beispiel, zu Tirol meinetwegen, keine Ahnung. Aber es gibt immer die andere Seite, die sagt, na, alles gemeinsam, also komplett links. Und ich glaube, dass die dazwischen ist relativ wenig. Also ich glaube, es ist mehr Auseinanderdriften, wobei das, glaube ich, schon auch an der Politik liegt, weil sich einfach auch die Politik nie einig ist. Also wenn gerade im Europaparlament passiert einfach so viel, wo so viel gestritten wird um, wie sagt man da, ja, um nichts eigentlich. Und ja, ich glaube, das liegt schon auch an der Politik. Die Leute wollen, dass sich was ändert. Also dann, das ist halt, die Leute schlagen sich dann entweder aufs extrem Linke oder aufs extrem Rechte. Und wenn da die Liberalen, also die Mitteparteien, da nicht dran ändern und dann mal aufwachen, was überhaupt los ist und was die Leute wollen, dann wird sich das so schnell nicht ändern und das wird immer mehr in die Extremen auswandern. Ja, aktuell ist ja ziemlich viel los in der Politik. Und ich glaube jetzt nicht, dass die europäische Bevölkerung so viel nationaler geworden ist, sondern dass das einfach, also in der Europawahl ist sie auch ein bisschen nach rechts gerückt, vor allem in Frankreich oder Italien. Und ich finde, dass wenn Europa nationaler quasi wird, dass sie einfach unzufrieden sind mit dem, was derzeit in der Politik los ist. Und es ist ja derzeit auch ein totales Chaos in der Politik.